that's exactly my time. 50, 90 seconds is my time. On top. Und jetzt außen herum an die Spitze geht Jean-Christ Dumas. Da werden einige zufrieden sein hinter. Jean-Christ Dumas macht erstmal die Pace. Dann Abrio an zweiter Stelle. Dann kommt Jean-Homme Royal. Alpha Alphadi an vierter Stelle und Gabi de Bissia. Ganz außen herum ab dritter Spur geht Guanani. Am Schluss kommt Gefayan. Alles beisammen. Jean-Christ Duval führt das Feld in den Boden. Jean-Christ Duval, Abrio. Der Fahrer mit vollen Händen von Abrio. Jean-Christ Duval, Abrio, Alfalfa die Außen. Innen ist der Jean-Homme Royal. Und Guanani hat sich gut nach vorne gearbeitet und erscheint hier an dritter Stelle. Vorne Jean-Christ Duval. Abrio, Guanani und Jean-Homme Royal. So kommen die Pferde im Kreis der Ernst und Young AG und viele Rechtsanwälte vor die Bühne. Das Feld ist abgeführt von Jean-Christ Duval. Abrio, Guanani, Jean-Homme Royal. Dann Jupiter, Ideal an der Außenseite. Hyper de la Lune, dann Calais du Flamme, Ikone, Hyper du Close, DBA du Brissot, Gepayam, Ecole Le Grand und Hermes Ultra, Schluss des Feldes. Jean-Christ Duval, Abrio, seine Rücken. Jean-Christ Duval, Abrio, eine kleine Lücke jetzt zu Alfalfa, zu Guanani, Entschuldigung, Guanani, dann Jean-Homme Royal und Hyper de la Lune geht jetzt an dritte Stelle. Jean-Christ Duval, Abrio, Hyper de la Lune, Guanani, Jean-Homme Royal. Jetzt mehrere Pferde hinaus auf die dritte, vierte Spur. Unter anderem auch Hermes Ultra. Aber vorne ist es immer noch Jean-Christ Duval, Abrio. Dann kommt Hyper de la Lune. Wo ist der Favorit? Dann Guanani, Jean-Homme Royal. Und weiter hinten aufzumachen, Alfalfa die, der Favorit. Aber vorne geht die Post ab mit Jean-Christ Duval und außen kommt jetzt der Angriff des zweiten Favoriten, Abrio. Jean-Christ Duval gegen Abrio und Alfalfa die kommt auf die Abrio. Thank you.
dieses Rennen wieder äußerst spannend bis zum Schluss. Man könnte sagen, Abbio wie ein Cabrio.